Herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dingelsbühl. Hi, ich bin der Michael. Heute wird es mal ein etwas anderes Video und zwar möchte ich mit euch mal kurz durch unseren Laden gehen, weil wir werden umbauen. Umbauen heißt, wir werden den Laden etwas verkleinern und daher brauchen wir dringend Platz. Das ist auch der Grund, warum wir den Laden verkleinern, weil wir in der Werkstatt Platz brauchen. Wir müssen etwas umbauen, wir brauchen ein strukturierteres Lager, wir brauchen einen anderen Werkstattplatz. Und das alles zieht zur Folge, dass wir uns den Laden in dieser Größenordnung so nicht mehr halten können, weil Räumlichkeiten sind leider nicht größer. Also muss der Laden etwas weichen. Natürlich werden wir viele Dinge noch im Sortiment behalten, aber einige Dinge werden reduziert und müssen daher dringend raus. Und da will ich mit euch mal einen kleinen Rundgang machen, was wir hier alles im Abverkauf haben, was raus kann, was raus muss. Vieles im Online-Shop zu erhalten, beziehungsweise einfach kurz durchrufen, eine kleine Mail machen. Wir schicken es euch auch, ist überhaupt kein Problem. Also, gehen wir mal kurz rund und schauen, was es alles gibt. So, hier sind wir bei unserem Geschirr. Das heißt, wir werden natürlich weiterhin Geschirr, Campinggeschirr haben, aber wir müssen uns etwas verkleinern und minimieren. Und daher haben wir hier auf Goizol 20% auf alle Artikel. Warum? Weil sie einfach raus müssen. Wir brauchen Platz. Wir müssen das ein oder andere Regal leider leeren. Und daher müssen wir einfach ein klein wenig abverkaufen. Und ihr seht, da sind ganz tolle Sachen dabei. Hier zum Beispiel die tollen Schüsseln. Hier die, sage ich jetzt einfach mal, Snackboxen. So Teller, wo man mit Deckel versehen kann, Vorrats, ich bin jetzt kein Küchenfachmann, aber so Vorratsbehältnisse. Dann natürlich jede Menge Teller, Schüsseln, tiefe Teller, flache Teller, gerade das Blaue finde ich schon sehr schick. Da haben wir auch noch einiges da, was da gut funktioniert. Dann natürlich die Gläser. Bei den Gläsern immer wieder zu betonen, die sind richtig schlagsicher, also die halten richtig was aus. Ich will sagen, da kann man schon fast mit einem Hammer drauf dreschen. Hier Supergläser, Limogläser oder was auch immer das ist. Das ist alles im Angebot. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da ein bisschen zuschlagt, spart. Ihr spart definitiv 20% von dem Kaufpreis. Dann gehen wir hier weiter. Haben wir natürlich noch jede Menge Mittelchen, auch die müssen alle raus. Ich würde jetzt schon fast sagen, bevor sie schlecht waren, aber nein, die waren natürlich nicht schlecht. Aber das sind Mittel, wo man die Wohnmobile pflegt oder Zelte pflegen kann. Hier zum Beispiel ein Zelt, also Imprägnierungsspray. Lauter tolle Produkte eigentlich, wo auch ziemlich, schon gut gehen. Kratzentferner, das ist auch immer wieder toll für so Kunststoffoberflächen. Bitte einfach anfragen, wir geben da einen entsprechenden Nachlass, damit wir einfach Platz kriegen. So, und hier haben wir unser Special Egg zusammengestellt. Hier machen wir 30% auf all die Produkte und das sind echt schon Schnäppchen dabei. Also ihr seht hier unten schon mal Oyster, Ten Half. Die Internet-Wi-Fi-Antenne von Oyster Connect kostet normalerweise 995 Euro, 30%, nagelneu, original verpackt, dann seid ihr dabei. Könnt ihr sofort haben, einfach kurz anrufen und wir schicken es euch zu. Oder hier oben haben wir noch etliche Sets, 3 Stück an der Zahl, Antennen-Router-Set mit MaxView Room X. Das ist schon der große Router. Der Room X kostet normalerweise 8,99 €. Auch hier
30%. Dann haben wir noch Bildschirmhalter oder auch hier eine Cube, eine MaxView Cube 2, eine Satzschüssel. Lasst mich gucken, ich glaube, die liegt auch irgendwo so knapp um die 1000 Euro. Hier haben wir nur einen Halter dazu, wo man die einklipsen kann. Auch da gibt es 30% auf den Cube. Wer dann will, kurz anrufen, sprich E-Mail schreiben. Dann haben wir hier noch Fernbedienungen von Easy Start Web. Auch die kosten normalerweise 3,45 für die Ebersbecher Heizungen, wo man wieder aktivieren muss. Dann kann man die Fernwatten, also nein, Entschuldigung, nicht Fernwatten, Fernbedienen, so ein Quatsch, und kann dementsprechend seine Heizungen warten. Da haben wir nur 3 Stück. Auch die bieten wir an. Auch das muss raus. Ja, und dann hier noch Rückfahrkamera, Truma, Wasserbehälter mit Isolierung, weil die platzen gern als Alternative. Dann natürlich noch Wandhalter und lauter so Sachen. Sensor für Narkosegas, Türensicherungen haben wir da unten nur jede Menge und so weiter und so fort. Da wirklich jederzeit anrufen, vorbeischauen, überhaupt kein Problem. Ruckzuck ist das Zeug bei euch. Ja, dann haben wir hier natürlich auch noch ein paar Campingstühle und so weiter. Auch dieses Regal muss ein bisschen lichter werden. Wir brauchen einfach den Platz. Dann schauen wir nochmal darüber. Auch das ist interessant. 30% auf unsere Mika-Hoodies. Da haben wir ja verschiedene Hoodies in verschiedenen Farben und verschiedenen Designs. Die sind ja alle in unserem Internet drin, da könnt ihr auch mal nachgucken. Genauso wie unsere Caps und so weiter, Fußabstreifer und so weiter. Das wird nicht abverkauft, weil wir es los haben wollen, sondern das wird abverkauft, weil wir natürlich auch mal ein neues Design machen wollen. Aber solange wir natürlich von den Sachen nur ein paar da haben, müssen wir da nur ein bisschen warten. Da haben wir auch noch schicke Jacken dazu. Also wenn ihr da Interesse habt, auch jederzeit melden, weil wir da einfach schlichtweg ein neues Design machen wollen, damit wir da mal wieder eine neue Kollektion haben. Ja, warum machen wir das Ganze? Ihr seht, der Laden ist schon von der Fläche her ziemlich groß. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist einfach, ja, gestaltet sich immer schwieriger, weil auch wir können natürlich mit den Internetpreisen, sprich mit den Angeboten, wo es im Netz überall gibt, nur bedingt mithalten. Die Kunden werden auch natürlich bequemer. Es kommen viele unserer Stammkunden vorbei, die sich natürlich auch hier aufhalten und auch was hier kaufen. Das bleibt auch so, nur etwas kleiner. Aber viele kaufen natürlich im Netz. Und da wir hier in einer Örtlichkeit sind, wo wir keine Laufkunden in dem Sinn haben, dass hier jeden Tag 50 Kunden vorbeilaufen, glaube ich, ist das von der Rechnung her ganz gut. In der Werkstatt brauche ich definitiv mehr Platz. Wir brauchen mehr Lagerfläche. Und von dem her wird es einfach ein bisschen umstrukturiert. Und die Wand hier wird komplett rausgezogen, wird reinversetzt. Dann haben wir, das zeige ich euch mal, unser Kammer des Schreckens. Das war dann unser Beratungseck. Das ist zum Beispiel hier drin. Da haben wir auch so viele Sachen. Hier wird dann mein Beratungsbüro, damit man da in Ruhe über die Einbauten sprechen kann. Und hier außen kommt dann ein schöner Aufenthalt hin, wo man sich hinsetzen kann, aufs Auto warten kann oder wie auch immer. Also wir wollen hier einfach schlichtweg ein bisschen umstrukturieren. Wie gesagt, die Hand da hinten muss weg, was einfach mehr Sinn macht, und ein bisschen reinsetzen. Auch die wird weiter reingesetzt. Dann wird es ein bisschen kuscheliger, aber wir können einfach schlichtweg mehr Service bieten und das ist einfach wichtiger. So, das war jetzt einfach mal ein etwas kürzeres Video, weil es mal ein Video war über uns, was wir hier verändern, was wir euch anbieten können, und natürlich, weil wir euch nicht vorenthalten möchten, dass ihr einige Dinge etwas künstlicher haben könnt, weil wir einfach den Platz brauchen.
Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, warum wir das Ganze machen. Natürlich Umstrukturierung, weil wir ein vernünftiges Lager brauchen und einfach Platz brauchen. Wir müssen ein bisschen uns anders organisieren. Mir sind einige Leute in der Werkstatt. Die Anfragen sind gut und somit müssen wir da ein bisschen reagieren. Und ich glaube, jetzt die Jahreszeit ist ganz gut, dass man das Ganze mal angeht, dass wir so richtig in die nächste Ebene, ins nächste Jahr gut durchstarten können und dann mal den Umbau vornehmen können in einer Nacht- und Nebelaktion, das alles wieder schön machen kann. Dazu ist natürlich auch ein bisschen Gewaltakt notwendig. Darum müssen wir das im Vorfeld planen und drum einfach schlichtweg ein bisschen ausmisten, in Anführungszeichen, weil wir dann nicht mehr ganz so viel Platz haben für hier die Verkaufsware und drum müssen wir einfach ein Stück weit minimieren. Ja, so viel zu dem Video, zu dem Thema. Über das Video von dem Marco Polo verlinke ich euch unten in der Beschreibung drin. Wenn ihr das nochmal anschauen wollt, dann würde ich mich freuen. Vergesst auch nicht, das Video anzugucken. Ganz, ganz wichtig über die Glesana. Glesana Müllbeutel, sprich die Kotbeutel oder die Folienliner, wie wir es nennen wollen. War ein ganz, ganz tolles Video und ich bedanke mich auch ganz, ganz arg für die ganz tollen Reaktionen und Zuschriften und E-Mails. Auch an der Stelle an Glesana ganz lieben Dank, dass ihr das Video mit mir mitgemacht habt und auch fleißig mit kommentiert habt an der Stelle. Vielen Dank dafür. Schaut euch das unbedingt nochmal an, wer es noch nicht gesehen hat. Da wird einem vieles klarer. Ich sage ganz lieben Dank. Das nächste Video geht über Autarkie, Fragezeichen. Was ist Autarkie? Wie geht Autarkie? Was muss man da alles berücksichtigen? Weil ich habe festgestellt in meinen vielen Beratungsgesprächen, Autarkie ist für jeden natürlich komplett was Neues und was anderes. Und das ist genau der Grund, warum ich da noch einmal ein Video drüber machen möchte, was eigentlich wirklich Autarkie bedeutet, was man alles beachten muss, was man alles tun müsste, muss, möchte und warum es in meiner Meinung nach kein Autarkie-Paket gibt, sondern es gibt nur die Autarkie, personenbezogen auf individuelle Wünsche, denn die Autarkie kann so unterschiedlich sein wie wir Menschen selbst. Und darüber möchte ich einfach mit euch nochmal reden. Also, ich sage lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Gucken dieses Video. Wenn ihr ganz verrückt seid, schenkt ihr mir ein Abo, damit ihr sowas hier nicht mehr verpasst und die Glocke drücken, weil dann werdet ihr immer erinnert, wenn ich was Neues von mir gebe. Und nun wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Wir haben ein langes Wochenende, glaube ich, was uns bevorsteht. Und macht's es gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao.